Da sind wir wieder bei Grim Legends, grimmige Legenden. Bei unserer verlorenen Braut und ich verzweifle immer noch, weil ich tatsächlich immer noch nicht weiß, wo ich Wasser herkriege. Das ist schön. Was soll ich hier jetzt machen? Ich habe keine Ahnung, was ich tun soll. Ach, da ist Wasser drin! Willst du mich verarschen? Dir willst du es so ein bisschen verarsche, ne? So ein bisschen, ein bisschen. Mach die Tür auf. I can't, Edward. It's the only way to thwart the beast's plans. You said you shot it. This is no ordinary bear. I'm not sure if a crossbow bolt can kill it. My sister. I will find her as soon as the wedding's done. She will be all right, I promise. What was that? Could it be the kind of weakness that witch wrote about? But after that, bring my sister home. I'll take care of your sister. I promise. Hallo, Schwesterchen, wir sind hier. Hi. Oh, thank God, you're safe. Edward told me the beast captured you. Shh, it's not what it looks like, Lily. The bear meant you no harm. He was protecting you from Edward. What? From Edward? Don't be absurd. He's manipulating you, Lily. And everyone else. I know how difficult it must be for you. But think, who do you trust more? I'm only asking you to put his honesty to the test. Nothing more. He wouldn't even have to know. I must think about this. All right. In the meantime, I'll try to figure out a way to expose him. Ach ja, das ist auch nicht einfach. Da willst du jemanden heiraten und dann kommt deine Schwester an und sagt, du, pf. So wirklich ehrlich hat er das nie mit dir gemeint. Tut mir leid. Das Eichhörnchen hat keinen Schwanz. Der Ring des Bräutigams, den soll Lily an Edwards Finger stecken. Uns ist das Haarfärbemittel ausgegangen. Moment mal. Komm her. Vertausche die Bildfragmente so, dass es wieder passt. Alles klar. Da. Nein, das passt nicht. Das passt auch nicht. Haben wir hier irgendwas, wo nur Füßchen drauf sind? Das passt aber auch nicht. Also irgendwie passt hier relativ wenig, stehe ich gerade fest. Ihr passt auf jeden Fall dahin. Du könntest da oben hinpassen, genau. Du könntest tatsächlich dahin passen. Hier haben wir auch so ein bisschen... Nein. Das passt schon besser. Du passt dahin. Du passt dahin. Nein, der ist es nicht. Du? Ja, das passt schon besser, aber du gehörst auch irgendwie mehr ins Blaue. Ja. A moonstone. So this is his weakness. Ich habe seinen Schwachpunkt gefunden. Ja. Das heißt nur, wir müssen das da irgendwie erst am Stoff festgenäht. Das ist natürlich tragisch. Eine schöne Figur, ja, das finde ich allerdings auch. Gott, hätten wir dasselbe Kleid anziehen sollen wie sie? But how do
touch him with that moonstone without alerting him. Am Ehering, meine Liebe, am Ehering. So weit bin ich auch schon. Aber nicht so lange der Stein ganz ist. Das könnte gehen, aber nicht so lange der Stein ganz ist. Was heißt das hier, solange der nicht so lange der ganz ist? Die Schachfigur sind zwei. Ich muss wohl den Sockel reparieren. Wir haben auch sonst nichts zu tun. Farbe, jetzt haben wir das Kleid dahin ausgepackt. Das Kleid ist völlig zerknittert. Okay, Kleid. Kleid, Brandnein, Strauß. Oh Gott. Wir müssen das jetzt filmen. Trägt die nur ein Kleid? Oder das Kleid irritiert mich hier. Sie hat's an, da hängt's nochmal. Ist sie so richtig normal? Kann das hier jetzt nicht sein, oder? Ich kann doch nicht 10.000 Mal das gleiche Kleid tragen. Gut, manche Leute können, das will ich jetzt nicht sagen. Klebstoff. Vielleicht sollte ich erstmal dem Eichhörnchen den Schwanz ankleben. Diese kleinen. Ohne Kleber wird der Stab nicht halten. Klebstoff. Wie ich wohl mit blondem Haar aussehen würde, oh Gott. Die Mitternachtsbeere. Obgleich Mitternachtsbeeren in der Medizin nur selten Verwendung finden, gelten sie doch als ein ausgezeichnetes Mittel in der Kosmetik. Gemischt mit Ruß oder Kohlenstaub ergeben sie ein hervorragendes Haarfärbemittel, welches ein natürliches Braun ergibt. Die Schlafminze ist weithin als Beruhigungs- und Schlafmittel bekannt. Ein Tee aus Schlafminze lässt den Patienten nahezu umgehend in tiefen Schlaf fallen und wird daher häufig von Chirurgen und bei Schlafstörungen verwendet. Das ist sehr schön. Okay, das heißt, der Schleier fehlt. Ich muss zuerst sicher gehen, dass Edward nicht merkt, dass er die falsche Braut vor sich hat. Listen, Lily, you have to put this ring on Edward's finger during the wedding ceremony. I don't think it's such a good plan, sis. You know me, I'm a bad liar. It is the only way. Someone has to do it. If not you, then who? You? Yes, you! You're the confident one, and we look the same. We shall wash you and put you in my wedding dress. Nobody will be able to tell the difference. I don't like it, but you may be right. Complete the disguise. I'll get some soap and hot water. Wie ein Ei dem anderen gleichen sollen wir also. Nun ja. Tüllstoff. Eheringe klammern. Hier kommen wir auch immer noch nicht ran. Ich würde es ja gerne. Okay, vielleicht sollten wir aber erstmal. Ich muss den Türstoff irgendwie snis festnähen, würde ich ja fast sagen. Das Kleid ist völlig zerknittert. Das ist Lillys Schmuckkästchen, mein Geburtstagsgeschenk vom letzten Jahr. Das Schachschloss ist etwas ganz Besonderes. Ich muss das Schloss wohl reparieren, was ich vermutlich gerade so nicht kann. Ich hoffe nur, dass es uns gelingt, etwas zu täuschen. Ja, das hoffe ich auch. Hier ist sonst aber nichts. Ah.
Eine schöne Figur, an die wir einfach nicht rankommen. Okay. Da war gerade was. Oh Gott. Da war was. Ich hätte das sonst jetzt einfach eingeschlagen, aber ich will sie ja einfach nicht. Wir brauchen also auch noch ein Sieb. Das ist herzallerliebst. Knock, knock. Das ist immer noch verriegelt. Da kommen wir auch. Herrje. Nein, Kätzchen kann uns da nicht helfen. Hier ist auch nur noch das Bier. Eine Kanne ist heißes Wasser. Jetzt ist es nichts. Okay, wir haben auf jeden Fall. Aus Beeren und Kohlestaub ließe sich eine Haarfarbe herstellen. Das ist total toll. Ja, wir haben braunes Haar, aber das sollte ja nun nicht unbedingt das größte Problem sein, oder? Wir brauchen also ein Brautkleid, weiße Handschuhe, eine Halskette und einen Kranz mit Schleier. Die Beeren könnte uns vielleicht höchstens gerade noch. Aber hier ist ja nur auch nichts mehr. Ich kann ja aber wenigstens noch überall rumlaufen. Das ist zwar total toll, ansonsten aber überhaupt nicht wirklich hilfreich. Ansonsten kann ich. Ich kann jetzt über kaltes Wasser, aber das hilft. Kommt doch kein Wasser mehr raus. Ich verzweifle gerade schon wieder. Ist hier sowas wie ein Sieb, aber irgendwie will er immer nur die Luke zum Eisenschacht des Einstiegsschachtes verschlossen, ja. Ich muss den Kohlenstaub erst sieben. Hier ist nirgendwo mehr irgendwas. Außer das hier. Ein Hackeball, das ist bestimmt der Geräteschuppen. Ja, denn schmeiß das Ding noch ein, oder ich habe keine Ahnung, mach irgendwas damit. Wie kommen wir nur hier hin? Zu dieser komischen Figur, wo sie aber sonst nichts macht? Ich sollte nicht besser nicht weitergehen, sie könnten mich entdecken. Ich kriege hier gerade einen Anfall. Jetzt habe ich eine Klammer gefunden. Das ist bestimmt total hilfreich und so. Ich möchte gerade weinen. Ich wüsste auch nicht, ich weiß, selbst wenn ich denn die Klammern habe, ich weiß immer noch nicht, was ich damit machen soll. Habe ich eine Klammer, das ist
Na gut, man könnte höchstens den Türstoff daran festmachen, oder sonst. Tipp wird aufgeladen, das ist toll. Nahe vor dem Tor zum Dorf. Nahe vor dem Tor zum Dorf. Also muss ich dafür sorgen, dass ihm das... der Wein ausgeht, denn anders kommen wir hier nicht hin. Es tut mir leid, ich krieg gerade echt einen totalen Rappel. Rappeln. Ja, den Rappel habe ich ja zurechtgekriegt. Ach Gott, das habe ich nicht... Ja, gut. Nimm einen tiefen Schluck. Warum? Geht erst rum, oder muss es... Ich dachte, das geben wir ihm jetzt und dann schläft er ein. Das muss natürlich erstmal zum Tee gemacht werden. Manchmal. Schlaf, mein Engelchen, schlaf. Mein Vater hüt die Schaf. Kröte, die fasse ich nicht an. Hii, Kröte. Hii, ist das... Miezchen? Was willst du? Miezchen will die Kröte verscheuchen. Na gut, wenn du hier schon rumminst. Ja, du bist so niedlich. Oh. Oh, hat er dich erschreckt. Ich benötige ein Behältnis für die Beeren. Ein Sieb. Die Handschuhe haben wir auch. Wir haben auch noch einen Türgriff. Das ist... Das sind noch nicht alle, ich brauche noch mehr, okay. Jetzt habe ich aber alle. Nein. Kohlenstaub. 7. Nicht weiter. Okay, ich weiß noch nicht, was das für eine Klinke ist, aber das fällt mir bestimmt noch raus. Kohlenstoff dazu?
das könnte man eventuell... Und das müssen wir erst noch bügeln. Natürlich müssen wir dieses Kleid erst bügeln. Man heiratet ja nicht total zerknittert. Das tut kein Mensch dieser Welt. Ja, das... Das Stück gehört bestimmt zu einer Schachfigur, aber es ist nicht komplett. So, jetzt nadeln wir erstmal. Dingens fest. Wenn die da jetzt bis er auf alle Fälle getreten ist. Ach du Scheiße. Das kann ja noch sehr amüsant werden, aber das gucken wir uns beim nächsten Mal an. Bis dahin. Ciao.